So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice Madness Returns. So, ich habe hier, ich habe was Lustiges rausgefunden. Man kann nämlich hier die Waffen upgraden, man muss hier nicht wirklich zu einem Händler laufen. Ah, Crash, du Minus. Jo. Also, ich habe das hier abgegradet. Wir werden jetzt dem Hutmacher folgen. Wir sollten uns vielleicht irgendwo heilen. Wir sind ein bisschen schlecht beieinander. Okay, da sind der Hase und der Siebenschläfer. Moment. Hier. Gehen wir mal hier durch. Erinnerung. Ups. Kein Buch ist so schlecht, dass ich nicht auch etwas Gutes darin fände. Wer das gesagt hat, hat niemals Martin Farquhar Tappas Morallehre gelesen. Martin Farquhar Tappas Moral. Boah, allein der Name ist schon moralisch verwerflich. So. Ich müsste mich heilen. Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Ich weiß, Hutmacher, du weißt es nicht, du weißt es nicht und ich muss mich heulen. Moment. Er quatscht hier mit sich selbst oder mit einer anderen Persönlichkeit oder mit mehreren Persönlichkeiten. Ich habe nämlich letztens den Film Split gesehen und der war geil. Der war wirklich geil. Kann ich nur empfehlen, übrigens. So. Was Hase? Hase? Ah, okay. Er redet über den Hasen. Aber ich habe jetzt eine stärkere Klinge und ich habe eine bessere Pfeffermühle. So. Warum ist diese Rose hier oben? Kann ich da was machen? Nein. Oh, hier. So. Thank you very much. Was haben wir hier? Alice siegt und tötet. Geil. Aber von der Steuerung her ist wirklich der Controller angenehmer, auch von der Perspektive, von der Kamera her, finde ich. Okay, Hutmacher ist hier unten oder soll hier runter. Warte mal. Ah, das bringt nicht wirklich was. Ich muss da runter. Yep. Ups. So, gucken wir mal. Nein. Ah, doch. Der Hutmacher muss hier rein. Die bringt er ja nichts, oder? Nein, die ist dafür zu schwach. Wir springen hier einfach rein. Und da ist er. Ja, ich helfe dir schon. Sei nicht so ungeduldig, Mann. Gut, das hatte keinen Sinn und Zweck. Das war einfach nur weil, Spaß. Spaß, 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 Spaß. Boom. Oh, die Musik hat aufgehört. Ein Schlosszug. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, Entzückend. Haben sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Lass mich sofort runter. Ich soll genug Palaver. Kampfzeit, Fräulein. Fräulein?
Oh nö. Wer ist denn das? Boah, du brauchst aber lange. Lass falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz fort. Ihr habt doch echt einen Knall, ihr beide. What the fuck? Ah, sehr gut. Haha. Gearscht. Das war wohl nix. Nanny war schlau, sie kannte meine besten Verstecke, aber ich auch ihre. Okay. Whitechapel ist nicht Londons verkommener Bauch, den Rest konnte ich nicht lesen. Hi. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen, seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen sie mit in die Mangled Mermaid und mit ihr im Bett. Dunkel lässt sie's gut rumpeln, hä? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg. Alice, du bist ziemlich krass drauf. Oh, schau mal, Katze. Oh ja, so ist auch das viel angenehmer. Wenn du dich auf sie draufgelegt hättest, hättest du sie erdrückt. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Okay, also wir sind wieder aufgewacht. Jetzt sind wir wieder in der Realität. Wir haben wieder unser lumpiges Kleid an. Die zwei Kerle da folgen uns Gott sei Dank nicht. Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Ups, Entschuldigung, Alice. Was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person. Okay, der pennt. Es ist anscheinend Abend. Keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume. So wahrscheinlich, wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Okay. Hier haben wir Fisch. Dieser Haufen ist wie gemacht für Billingsgate Market. Keiner fragt, wo sie herkamen. Ein Fehler. Fisch aus diesem Bereich der Themse ist giftig. Okay. Dem Kätzchen hinterher. Und es ruckelt schwer. Es kann ein Bild zurückwerfen und wie Bernstein ein Objekt einfangen und konservieren für immer. Oder bis es schmilzt. Ja, das kann Eis. Schleichen uns hinten raus, kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Ja, mach das, ja. Hey, wo seid ihr? Das war aber schnell. Hä, was ist das? Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es da aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Murmeln spielen und nur so tun, als hätten sie Spaß. Oh Gott, da ist diese Puppe. War das nicht die Puppe aus dem Waisenhaus? Fred and Son, Red Catchers. Rattenfänger. The Mangled... Mehmet. Die Statue. Die Zähne, die Brüste, die... Oh, und die liebe Prostituierte davor. Die wunderschöne.
Hallo. Hallo? Okay. Kann ich das mitnehmen, das Seil? Warum kann ich hier nichts mitnehmen? Hallo, lebst du noch? Warte. Ja, der atmet noch. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Ja, deine Brüste sind wunderschön, so wie du nicht. Ah. Mit der Kippe im Mund. Na gut, ich glaube, du gehst sogar halbwegs. Du gehst halbwegs. Und der hier? Tot. Alle tot. Tot. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starkgetränken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pris geworden ist. Wer ist Pris? Hallo. So hier. Das ist eines lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlücker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein. Gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh. Und aus. Okay. Wo ist die Katze eigentlich? Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt frischen... Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Hohoho. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Hi. Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Nein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Die hat da nicht so ein, die hat da kein gutes Etablissement. Oh, das wäre rausgefallen. Oh nein, er versperrt die Tür. Ich komme da nicht rein. Oh, da kann ich leider nicht hinein. Wie schade. Haha. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahingerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Wer ist Jack Splatter? Ist das ein Kürzel für Jack the Ripper? Oh, meine Pferdchen. Möchtest du mich nicht mitnehmen und mich in mir heraushelfen? Oh Gott. Wenn ihr mir jetzt sagt, ich muss mich prostituieren, ne, dann schrei ich. Der liegt am Boden. Die ist hässlich. Ah, das ist die mit der Kippe. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzendes Gin. Geil. Ja, du richt nur deine Brüste zurecht. Hast eh recht. Recht. Ruch. Gucken wir, können wir hier irgendwas machen? Oh. La 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 la. Okay, ich muss da rein. Fuck! Wie sind wir so schnell da rausgekommen? Wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Oh. Au! Oh nein, Feuer! Nein, Alice, stirb nicht! No! Nein, Alice! Was sind wir denn jetzt? Ah, ich glaube, an die Welt erinnere ich mich. Das ist diese Sternen-Unterwasserwelt. Tundra wohl. Nieder mit den Seesternen! Nieder mit euch allen! Oh. Oh, guck mal, hier. Hui! Oh. Oh. Fuck. Scheiße. Hi.
Tschüss. Finde ich nett. Ein Gegner, der mal abhaut, statt mich gleich anzugreifen. Oh, da ist, da ist ein Schiff in einer Flasche. Okay, tschüss. Oh, was ist das denn? Oh, die arme Eule! Da ist schon wieder so ein Dicker. Ah, fuck. Ich muss das ja anders machen. Moment. Zuerst die Kleinen. Na komm. So. Weg mit den Masken. Weg damit. So. Oh, ihr Bitch. Huch. Okay. Ich höre hier ein Schwein. Wir sind in Kapitel 2. Okay, ich habe nichts, alles gefunden. Ich beantworte. Oh mein Gott. Das Eulchen. Hier. Kann ich das, yes! Sehr gut, sehr nice. Aber ich höre da Schweinchen. Schweinchen? Ah, hi. Na du? Okay, Moment. Moment. Was war das? Nein, warte rüber. Trüm! Ja, natürlich kommt genau da in der das Ding, damit der Bigfoot hier überhaupt einen Sinn macht, warum er da ist. Hui! Sehr schön! Tschüss! War nett mit dir, aber ich muss gehen. Ich muss... Wohin eigentlich? Oh. Muss ich etwa darüber? Moment. Wo muss ich denn hin? Hä? Wo muss ich denn... Moment. Ah, Moment. Ja. Rüsselchen. Und tot. Okay, tot laut da drüben. Nein! Ah, jetzt weiß ich, was mit tot gemeint ist. Ah! Fuck. Oh, nice. Oh mein Gott. Hat der die so gefressen? Warum macht der denn sowas? Whee! Oh, guck mal, was ist das denn? Ein Pferd. Und ich habe wieder ein Schwein. Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Kollabiert durch Gegnerwellen. Einfach umwerfen. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Okay. Hi. Ein Eissnack. Okay, wie benutze ich das? Ah, okay. Boom. Da hat sie reingehaut.
Jawohl. Und der letzte. Tada! Vergiss nicht deine Zähne. Ja, danke, Spiel. Das hättest du mir auch ein paar Stunden schon vorher sagen können. Ich habe doch hier irgendwo ein Schweinchen gehört. Boom! Ah, hier wahrscheinlich. Wo ist es denn? Schweinchen? Genau unter mir. Okay, Moment. Nein, nein! Ah! Scheiße! Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? So. Gescheit springen war es gewesen. So. Sogar eine farbige Schnauze. Nein. So. Ah, fuck. Jetzt aber. Buja. Eine Erinnerung. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Also mit Kopfhörern, ich habe das Spiel damals nicht mit Kopfhörern gespielt, sondern mit normalen Lautsprechern. Und da hörst du einfach diese Geräusche, die hörst du einfach gar nicht. Ja? Aber so im Spiel jetzt, da denkst du die ganze Zeit, irgendwas ist da. Wow. Was ist das denn? Was ist das für eine kranke Sonne? Boom. Ja, 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 das schaust, gell? Oh, sogar hin. Cool. Sterb, sterb, ihr blöden Mistgeburten aus der Hölle! So. Wow. Was das für ein... Oh mein Gott. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, eine Ente. Guck mal, eine Ente. Finde ich süß. Ich würde da gerne rauf. Warte mal. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ew. Warte. Kann ich da irgendwas runterschießen vielleicht? Wie komme ich denn da rauf? Die Kuh ist dort. Irgendwas ist... Ah, hier! Na schau, Schrumpfstein hat es mal wieder gezeigt. La 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 la, wer laufe ich denn da? Ich wollte doch eigentlich nur hinauf. Kann ich was machen? Nope. Aber hier. Boom. Ah ja, ich bin ja klein. Ich laufe ja weiter. Ich würde gern mehr Leben haben. Chris Whittles konnte bisher noch jede Gin-Flasche in der Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Kann ich da drauf? Nein, schade. Gut, dann gehen wir zur Kuh. Moment. Hier. Und hier. Okay, wo geht's wohin? Mal gucken. Hier ist die Kuh. Okay, hier ist eine Flasche. Also der Schrumpfstein, der hilft einem schon, wenn man wissen will, wo man jetzt hingeht für...
Extras or no extras. Boom. Schade. Okay. Okay, okay, okay. Wo sind wir jetzt hier? Ich höre, glaube ich, schon wieder ein Schwein. Boah, ich bin auf dir gestanden. Ja, 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 ich höre es. Schweinchen. Wo bist du? Wo bist du, Schweinchen? Wo ist es denn? Da hinten. Aber da komme ich nicht hin. Oder? Komme ich da durch? Nein, oder? Da komme ich nicht durch. Wie komme ich da... Oh. Okay, Moment. Oh, manchmal nimmt er einfach den Sprung nicht. So. Schweinchen. Nies für mich. Dankeschön. So, hier komme ich eh nicht weiter. Das heißt, das ist der einzige Option. Oh, Moment. Da ist ein Pilz, mit dem kommen wir rauf. Hört doch mal auf zu knacksen hier. Ich habe die ganze Zeit Panik, dass hier irgendwas ist. Ein Monster oder so. Gut, das haben wir. Hui! Na gut, dass ich geschaut habe und nicht drauf gegangen bin. Was für eine tolle Cutscene. Ah, da, hui! Okay. Fahr ein bisschen hier. Ui. Achterbahn. Au, 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 au. Voll verkackt. Oh, hier haben wir einen Rand. Ah! Ganz, ganz viele Zähne habe ich hier mitgenommen. Aber ich würde sagen, wir beenden die Episode für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Soundbugs, die kommen halt hin und wieder. Wie gesagt, ist ein altes Spiel. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Ich hoffe sehr, das Spiel gefällt euch, denn ich finde es ziemlich cool. Und ja, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Also dann, ihr Lieben, macht es gut. Tschüss.